Shalom und Gottes Segen zusammen. Die meisten kennen bestimmt den Ausdruck »Rette sich, wer kann«, was auch ein Abbild des Zeitgeistes dieser Welt ist, weil viele Menschen glauben, sich selbst retten zu können. Wenn man in einem Kampfflugzeug fliegt und das Kampfflugzeug einen technischen Fehler hat oder im Krieg von einem anderen Kampfflugzeug getroffen wird, dann kann der Pilot den Schleudersitz aktivieren und eventuell sein Leben auch retten, aber welchen Knopf willst du drücken, wenn du vor dem Richter Jesus Christus stehen wirst, ohne an ihn jemals geglaubt zu haben? Gott kann dir einen Schleudersitz in den Himmel geben, aber genauso kann Gott dich auch zu Fall bringen, nämlich wenn man ohne Fallschirm in den Feuersee geworfen wird. Über Jesus heißt es in Lukas 2, Vers 11 und in Johannes 4, Vers 42, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser Jesus wahrhaftig der Retter der Welt ist, der Christus. Jesus Christus ist der Retter der Welt, doch heutzutage interessieren sich die Menschen viel mehr über die Superhelden von Marvel oder DC, weil diese fiktiven Superhelden wie Batman und Spider-Man die Menschen unterhalten sollen, weswegen es Zeit wird, aufzuwachen. Auch in Philipper 3, Vers 20 und in Titus 1, Vers 4 steht geschrieben, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Wenn du nicht an Jesus glaubst, obwohl du genug Zeit und Möglichkeiten hattest, dich mit Gott und der Bibel zu beschäftigen und die Unterhaltung wichtiger ist als die Wahrheit, dann solltest du dir einmal die Frage nach dem Sinn deines Lebens stellen. Glaubst du wirklich, dass nach deinem irdischen Leben alles zu Ende ist? Nun, laut Bibel geht es nach diesem ersten Leben erst richtig los, allerdings natürlich nur im Glauben an Jesus Christus. Doch was wir vor allem als Christen niemals vergessen dürfen, ist die Tatsache, dass der Sohn Gottes uns niemals hätte retten können, wenn der himmlische Vater ihn nicht gesandt hätte. In Apostelgeschichte 5, Vers 31, in Kapitel 13, Vers 23 und im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 14 heißt es, diesen, nämlich Jesus, hat Gott, der Vater, zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Von dessen Same hat nun Gott, der Vater, nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Es ist also der himmlische Vater, der seinen Sohn Jesus Christus laut Bibel erhöht, erweckt und gesandt hat, weswegen Jesus in Johannes 13, Vers 16 und in Kapitel 14, Vers 28 sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, ihn gesandt hat, denn mein Vater ist größer als ich. Der Vater war immer größer als Jesus, ist größer als Jesus und bleibt in Ewigkeit größer als Jesus, weil alles, was Jesus tat, der himmlische Vater durch Jesus getan hat und tun wird. Deswegen ist Jesus nicht der einzige Retter, denn in Judas 1, Vers 25 heißt es, ihm, dem Vater, dem alleinigen Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet hat, gebühren Ehre, Ruhm, Stärke und Macht. So war es schon immer, so ist es jetzt und so wird es in alle Ewigkeit sein. Amen. Jesus hat das Werk am Kreuz vollbracht, unsere Sünden getragen und mit seinem Blut für unsere Rettung gesorgt, doch genauso gebührt eben auch dem Vater Dank, weil uns der Vater durch seinen Sohn gerettet hat. Leider wird der Vater in vielen Gemeinden total ausgeblendet und ausschließlich von Jesus gesprochen, als wenn Jesus der Vater selbst wäre oder keinen Vater hätte, zu dem Jesus ja gebetet hat. Wer hat den Heiligen Geist ausgegossen? In Titus 3 heißt es ab Vers 5, die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er, der Vater, reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unserem Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Wer hat zu den Menschen geredet, als Jesus vor 2000 Jahren auf der Erde war und das Wort Gottes verkündete?
Es war nicht nur Jesus, denn in Hebräer 1 ab Vers 1 steht geschrieben, nachdem Gott, der Vater, in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er, der Vater, in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn, den Sohn, hat er, der Vater, eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn, Jesus, den Sohn, hat er, der Vater, auch die Welten geschaffen. Gott der Vater sprach zu Israel durch seine Propheten, Gott der Vater sprach vor 2000 Jahren durch seinen Sohn zu Israel und den Menschen, und durch Jesus hat der Vater auch die Welten geschaffen. Der himmlische Vater ist nicht das Werkzeug eines Gottes, der über ihm stehen würde, sondern Gott der Vater hat Werkzeuge, Wesen und Personen, durch die der Vater wirkt, sowohl im Himmel als auch auf Erden. Auch in Kolosser 1 heißt es ab Vers 16, dieser Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, des Vaters, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm, in Jesus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn, durch Jesus und für ihn geschaffen. Gott, der Vater, hat also alles durch Jesus geschaffen und auch für Jesus, da Jesus ja bald für 1000 Jahre auf dieser Erde als König der Könige regieren wird, beziehungsweise der himmlische Vater regiert für 1000 Jahre auf der Erde durch seinen Sohn Jesus Christus. Wem wollen wir für das Ganze eigentlich danken? In Kolosser 3, Vers 17 und im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9 steht geschrieben, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn, durch Jesus. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott der Vater seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn, durch Jesus leben sollen. Durch Jesus haben wir Versöhnung mit dem himmlischen Vater, weil der Vater uns durch Jesus Christus gerettet hat. Deswegen sagte Jesus in Johannes 14, Vers 6 die berühmten Worte, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es ist der himmlische Vater, der vor allem durch seinen Sohn Jesus Christus wirkt, indem der Vater durch Jesus nicht nur alles erschaffen hat und durch Jesus jeden retten kann, sondern es ist auch der himmlische Vater, der seinen Sohn so viel Vollmacht übertragen hat, dass er, nämlich Jesus, sogar zum Richter der Welt gemacht wird. Jesus sagte in Johannes 5, ab Vers 22, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er, der Vater, dem Sohn übergeben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, nämlich der Vater dem Sohn, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Jesus hat sich diese Vollmacht, unter anderem auch Sünden zu vergeben, nicht selbst gegeben, sondern von seinem himmlischen Vater übertragen bekommen, so wie Jesus auch uns laut Bibel die Königsherrschaft übertragen wird, so Gott will. Deswegen, liebe Geschwister, so sehr wir Jesus natürlich auch vollkommen zu Recht über alles lieben, so sollten wir trotzdem bedenken, dass auch Jesus jemanden über sich hat, der größer ist als er und als alle und alles, nämlich der Vater. Wenn ein Haus brennt und die Feuerwehr eine Person schickt, um den Brand zu löschen, und diese eine Person schließlich auch den Brand löscht und gleichzeitig 10 Personen das Leben rettet, dann kann man sagen, dass dieser Mann die 10 Menschen gerettet hat, aber man kann auch sagen, dass die Feuerwehr es war, weil die Feuerwehr durch den Feuerwehrmann die 10 Menschen gerettet hat, denn schließlich hat die Feuerwehr diesen Feuerwehrmann ausgesandt und damit beauftragt. Und so ist es auch beim Vater und dem Sohn, weil der Vater uns durch Jesus mit sich vereinen will, durch Jesus uns gerettet hat, und zwar will er uns vereinen bei der Hochzeit des Lammes. Schauen wir mal, was Jesus in seinem Königreich trotz aller Macht und Herrlichkeit noch haben wird. Im Buch des Propheten Micha heißt es in Kapitel 5, Vers 3, und er, Jesus, wird auftreten und sie weiden, denn er ist der gute Hirte, in der Kraft des Herrn, des Heiligen Geistes und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes.
und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er, Jesus, groß sein bis an die Enden der Erde. Auch im Millennium hat Jesus also einen Gott über sich, der alles durch Jesus wirkt, nämlich der Vater im Himmel. Und so wie Jesus laut Micha 5, Vers 3 groß ist, so heißt es auch über die Geburt des Messias, Jesus Christus, in Lukas 1, Vers 32. Dieser, nämlich Jesus, wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, nämlich der Vater, wird ihm, Jesus, den Thron seines Vaters David geben. Auch hier lesen wir zum einen, dass Jesus in der Tat groß ist, aber nicht der Höchste, sondern der Sohn des Höchsten, nämlich des Vaters, der Jesus den Thron Davids geben wird. Zum Schluss schauen wir nochmal in den 1. Timotheusbrief nach, denn da heißt es in Kapitel 2, Vers 3 und in Kapitel 4, Vers 10, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, dem Vater, unserem Retter, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, auf den Vater, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen, und zwar durch seinen Sohn Jesus Christus. Hier sehen wir also noch einmal, dass nicht nur der Sohn Gottes als Retter bezeichnet wird, sondern auch Gott der Vater, dem wir dafür durch Jesus Christus ewig dankbar sind. Deswegen sollen wir ja auch im Heiligen Geist zum Vater beten, und zwar durch Jesus Christus, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das Waren sind und bleiben in aller Ewigkeit die himmlische Einheit der Vater und sein Sohn, Jesus Christus, durch den wir gerettet werden. Amen und Gott segne euch durch Jesus Christus.